Hallo zusammen und willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Last of Us Left Behind. So, dann wollen wir mal sehen, wo uns Ellies Freundin hinführen wird. Weiter geht's. Ich komme ja schon. Und hopp. Weißt du was? Lass uns einen anderen Weg suchen. Ja. Klingt gut. Tja, nur wo? Tja. Wie wär's hiermit? Hey, Riley. Ich helfe dir hier oben rüber. Vielleicht kriegst du sie von innen auf. Gute Idee. Riley? Tada. Du Blödi, das war schon das zweite Mal. Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Wolf. Sieh's dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf. Ja. Voll krass! Brüll mal! Ellie, echt? Du sollst brüllen! Na, komm schon. Na, geht doch! Mal sehen, was es hier noch so gibt. Mann, schau dir mal das ganze Zeug an. Ja, yeah, Happy Halloween, ne? Kann Ellie überhaupt unter der Maske was sehen? Vermutlich schon. Mal sehen, was wir hier so finden werden, außer Gruselutensilien für Halloween. Was haben wir denn da? Sowas kauft jemand? Ist mir zu hoch. Ja, zu Halloween, ja. Wow. Das war blöd. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Diese Masken sind sogar noch cooler. Was? Ich stehe voll auf Vampire. Ich bin Graf Dracula. Eigentlich heißt es Gräfin. Ich bin Gräfin Dracula. Ja. Oh Mann. Können wir auch eine andere Maske aufsetzen oder müssen wir die Wolfsmaske die ganze Zeit aufhalten? Oh, das sieht aus wie das Scream-Kostüm fast. Haha, Uncharted da. Uncharted 2 Kostüm. Wissen, habe ich hier das Easter Egg zu Uncharted gefunden, wenn schon in der Hauptstory nicht, aber hier. Schade, dass ich keine Waffe jetzt habe, um ran zu zoomen. So, das ist eindeutig Nathan Drake, wie man sehen kann. Wahre Horrorgeschichten.
Berichte über echte Monster und Geister. Police Officer. Oder sowas, sonst gibt's hier nichts. Skelette waren wohl ziemlich in. Was? Die Kostüme kosten alle $2.95? Ah ne, da. $7.99 kostet Barbie-Kostüm, Elfenkostüm und alles. Oder sollen das $799 sein? Na, wie auch immer. Ufos. Wahrheitsschädel. Stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay? Werden wir heute sterben? Nicht. So ein Quatsch. Du musst ihn umdrehen, du Genie. Oh. Das ist höchst unwahrscheinlich. Oh. So ein Trost. Nochmal. Werde ich wieder Auto fahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. Nochmal. Werde ich jemals ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Leck mich. Verlassen wir jemals diese blöde Quarantänezone? Die Antwort hängt in der Luft. Dann ist es möglich? Wie oft kann man das machen, bis sie Kriege das wiederholt? Ich vielleicht irgendwann mal Brüste? Die Geister schweigen. War ja klar. Kriegen wir je unsere Wasserpistolen zurück? Der Geist sagt, ja. Ah, hörst du das? Wir kriegen unsere Wasserpistolen wieder. Lass sie gehen, Ellie. Lass sie gehen. Bist du ein Arschgesicht? Ich bin todsicher, dass es so ist. Na, dann ist ja alles klar. Oh Mann, das ist so... Wird Riley jemals besser im Poker sein? Ich kann nicht gut hören. Die Antwort ist nicht eindeutig. Ah, dann gibt's ja noch Hoffnung. Nee, das habe ich aufgegeben. Poker gehört dir. Okay. Anscheinend war das jetzt wohl alles. Wir können nichts mehr machen. Okay. Lass mich mal sehen. Wird Ellie jemals so witzig sein wie ich? Oh, bitte. Ich bin ungefähr 10-mal witziger als du. Er sagt, nicht in diesem Leben. Hey, nicht ich. Skelettseher sagt das. Gut. Skelettseher kann mich mal. Gut, Ellie. Oh, Mann. Zu geil. Noch, gibt's hier noch irgendwas interessant? Ah. Zombie-Maske. Die roten Schuhe! Was hast du mit ihm gemacht? Oh weh, Toto! Was sollen wir nur tun? Oh Mann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier gibt es auch andere Masken. Gibt es hier irgendwas, einen Geheimgang oder sonst? Wonach suchen wir überhaupt jetzt hier?
machen jetzt alles aus. So, hier ist noch eine Tür. Siehst du die Autos da unten? Ja. Ja. Das Rote ist deins, meins das Blaue. Wir werfen Ziegelsteine. Wer alle Scheiben an seinem Auto kaputt macht, gewinnt. Im Ernst? Ich bin Steinwurf-Champion. Okay. Der Verlierer muss eine Frage beantworten. Ohne Sarkasmus. Was ist das? Wahrheit oder Wahrheit? Wie du willst, ich bin dabei. Oh Mann. Ja! Destruction Derby. Ja, Volltreffer. Treffer. Ersenkt. Nummer 2. Ja. Stein, wo bist du? Da. Ha. Verdammt. Fuck. Bingo! Bam! Volltreffer! Tja, so wird es gemacht. Ich hab hier keine Steine mehr. Scheiße. Da. Was sagst du jetzt? Und Stein, 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 Stein. Ach, Kacke. Da komm her, Stein. Ja! Was? Oh, Moment lang dachte ich, du hättest gewonnen. Okay. Naja, Deal ist Deal, oder? Los, frag einfach, was du fragen willst. Okay. Wie schaffen wir es, nochmal zum Anfang zu springen? Hä? Raumschiff. Kein Sarkasmus. Wie eins dieser intergalaktischen Riesenraumschiffe mit 2 Warp-Antrieben. Ellie. Ich weiß nicht. Mach einfach so weiter wie bisher. Das klappt schon. Na gut. Komm, wir haben es fast geschafft. Ich hänge fest. Wo bringt ihr uns nur hin? Was machen wir hier? Ich find's ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen, stimmt's? Ach, komm mal mit. Mach bloß keine Dummheit, Mädel. Ja, ich guck doch hier nur. Warnhinweis. Sollte man lesen. So. Was haben wir hier? Nichts. Hier nochmal. Okay, hier geht's auf jeden Fall weiter. Wo sind jetzt hin? Da. Also es stimmt. Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Du musst sie nur wieder einschalten. Wir? Warum macht sie das nicht? Das funktioniert niemals. Was habe ich gesagt? Heißt das, das ganze Center hat Licht? Finden wir es raus.
Ja, ob das eine gute Idee ist. Das musst du sehen. Oh, warte, ich weiß, was du vorhast. Und ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und... Hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging, war nicht so gemeint. Riley, du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen! Oh Mann. Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst? Wie zum Teufel komme ich darauf? Jetzt sind wir in der Gegenwart wieder. Okay. Müssen wir uns noch ein Geduld üben, um herauszufinden, was Ellies Freundin ihr gezeigt haben wollte. Oder gezeigt hat. Okay, wir müssen da hoch. Die Frage ist, wie... Oh. Okay. Halt die Klappe da oben. Nichts. Rein gar nichts hier. Da vorne. Ja, nur eine Flasche. Das nehmen wir mit. Oh Mann! Das war nicht, was wir suchen, aber immerhin etwas. Ne? Okay. Können wir da auf die andere Seite? Einfach rüberklettern. Das mitnehmen. Das. Nein. Doch. Eine Bombe haben wir schon mal. Das ist schon mal gut. Aber trotzdem wäre mir lieber, wenn wir Munition finden würden. Immerhin zwei Kugeln. Ja, lass doch mal. Warum lädt sie nicht nach? Hallo? Müsste sie nicht einfach nachladen? Keine Ahnung, warum sie nicht nachlädt. Ich drücke die Taste, aber es klickt. Keine Ahnung. Irgendwas stimmt jetzt hier gerade nicht. Oder bin ich blöde? Ich kann drücken, was ich will, aber die lädt nicht nach. Naja. Hoffentlich ist das kein Bug. Sagen wir, es ist nicht der Molotow-Cocktail. Gut. Nein. Nein, du sollst ihn auf. Oh,
erschreck mich doch nicht so, du blöder Vogel. Nichts. Voll. Hier geht's nicht durch. Ja, okay. Das wollte ich zwar nicht wissen, aber ich wollte mich einfach nur in Ruhe umsehen. Na gut, jetzt haben wir das ja gemacht. Dann können wir ja nach da vorne gehen. Hm. Was stimmt hier ganz und gar nicht? Auf Viereck drücken macht sie ein Messer. Auf Dreieck passiert gar nichts. Auf O duckt sie sich nur. X passiert auch nichts. Damit wechsle ich nur die ganzen Wochen durch. Mit R1 kann man die Seitenansicht wechseln und mit R2 schießt man ja, aber da sie ja nicht nachlädt. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ah, ja. Sorry, Leute. Oh Mann, 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 Mann. Ich bin ein auch Idiot. Ich war die ganze Zeit ja auch nur am Zielen. Ich muss doch die Schusstaste drücken, wenn man nicht gerade zielt. Dabei ist doch noch gar nicht so lange her, dass ich die Hauptstory zuletzt gespielt habe. Oh Mann, das ist mir jetzt ultra peinlich. Eieiei. Naja, okay. Vergessen wir das ganz schnell wieder, dass ich mich jetzt eben hier zum Affen gemacht habe. Oh Gott! Boah. Scheiß Katze. Ja, aber ich habe eben wirklich gedacht, das wäre ein Bug und dabei habe ich die ganze Zeit so blöd die Waffe gezogen. Egal. Wirklich lang, weil ich eben die Tür benutzen soll. Aha, okay. Okay, bevor wir den Generator aktivieren, sehen wir uns hier mal gründlich um. Ich kann mir schon denken, was passiert, wenn wir den Generator aktivieren. Zumindest gehe ich das mal davon aus. Ist voll. Ah, da wären wir gar nicht durchgekommen. Okay. Hier oben können wir nirgendwo hin. Hm. Wieder ins kalte Wasser. Voll. Ich hoffe mal, dass kein Bloater kommt oder so. Das ist schon fies.
So. Scheiße. Zu. Mist. Ja, ich schätze mal, dafür brauchen wir den Generator gleich so. Mal, wir haben jetzt alles. Braucht Saft. Ja, und der Saft liegt hier. Hier haben wir es. Endstation. Benzin? Tja, kann man aber nicht mal umwerfen. Was ist hier umwerfen? Oh Mann. Was haben wir hier? Generatornotiz. Gut, dann auf geht's. Nichts? Kein Saft. Verdammt. Krass. Na, dafür ist das Ding also da. Leer. Vielleicht finde ich welches. Ich hab eine Ahnung, was sie jetzt vorhat. Boah, das. Ich weiß gar nicht, wie man sowas machen kann. Das so absaugen und dann die Hälfte im Mund kriegen. Boah. Das Zeug riecht schon so widerlich und dann noch. Oh, Scheiße. Ich los, du Mistvieh. Oh. Dabei läuft der Generator. Scheiße. Was ist das? Waren das alle? Ja. Ich hoffe mal schon, du hast nur noch 4 Schuss. Okay. Jetzt Benzin. Ja, jetzt Benzin. Ich würde sagen, erstmal das hier mal essen. Wenn wir wieder voll Energie haben. Und dann Benzin. Benzin, ja. Na gut. Guten Appetit, Ellie. Oder wohlbekommt für sie. Jackpot. Okay, wie geht das? Ansaugen? Einfach ansaugen, oder? Ja. Na bitte. Okay. Sehr gut. Dürfte reichen. Ja. Sowas könnte ich niemals. Ich muss nur an den Geruch denken, dann reicht mir das schon. Okay, rein damit. Komm schon. Okay. Na, Prost Mahlzeit, was jetzt kommen wird. Und nochmal. Oh. Oh. Denk dran.
Finger weg vom Elektrowasser. Verstanden? Hab ich mich erfangen. Boah, zum Glück ist das elektrische Kabel da rein, gerade reingekommen. Die Tür ist auf. Und nach oben. Okay. Da gehen wir am besten. Glaube ich hier lang. Ruhig. Vorsichtig. Schau geradeaus. Alles wird gut. Du fällst nicht in das Wasser. Nicht frittiert. Auch da das Ding kracht nicht ein. Aber mir kommen jetzt auch keine Klickers. Und nun? Ja. Wie jetzt, ne? Achso. Toll. Oh. Ganz vorsichtig. Hier gar nichts. So. War da jetzt irgendwas hinter? Tja. Sollen wir das irgendwo bestimmt irgendwo hinschieben? Keine Ahnung. Oh. Da geht es raus. Und wie komme ich da hin? Tja, gute Frage. Ich glaube, ich weiß. Zumindest vermute ich das mal, ne? So, vielleicht. Das Ding stand auf der anderen Seite doch besser, oder? Aber dazu, wir können doch nicht so weit springen. Nee, so geht das nicht. Okay. Ich sehe schon. So eine Scheiße. Ah, okay. Jetzt weiß ich, wofür das ist.
Blockade. So. Okay, hält. Endlich. Vorsichtig. Nur nicht runterfallen. Nur nicht runterfallen. Und hopp. Vorsichtig, auch die pellt das Ding. Geschafft. Gut. Ja, ich höre dich. Klasse. Oh, 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 oh. Na, das kann ja heiter werden. Na gut. Wir haben sowieso keine andere Wahl, oder? Okay, Augen zu und durch. Los geht's. Und wie es hier weitergeht, das erfahrt ihr im nächsten Part. Wie immer danke ich euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt denen einen Daumen nach oben, hinterlasst ein paar Kommentare. Und wenn ihr keinen Part mehr verpassen wollt, dann klickt auf den Abo-Button. Des Weiteren würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir auf Facebook folgen würdet. Und falls ihr Lust habt, euch mit anderen über Spiele zu unterhalten, dann schaut gerne bei uns im Forum von Gamers Palace vorbei. Jeder ist herzlich willkommen. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bis demnächst.